Guten Morgen, ihr Lieben. Wie man sich vermutlich denken kann, habe ich gerade ein Video gedreht. Dementsprechend sehe ich so aus, wie ich jetzt aussehe. Gestern, wie bereits angekündigt, habe ich nicht gevloggt. Lag jetzt aber nicht daran, weil ich keine Zeit hatte, sondern weil es mir gestern wirklich super, super schlecht ging. Also, ich habe ja auch die Tage davor schon über Kopfschmerzen geklagt und gestern habe ich echt gedacht, ich sterbe, wenn ich das so sagen darf. Aber mir ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Ich hatte solche extremen Kopfschmerzen. Da habe ich echt teilweise doch gedacht, ob es nicht doch Migräne ist, weil ich hatte tatsächlich einseitig Kopfschmerzen auf der linken Seite. Und ja, sobald ich in einem hellen Raum war, einfach wo Licht an war, hat mein Kopf so wehgetan. Ich habe echt gedacht, mein Kopf explodiert. Und ich hatte so einen extremen Druck auch am Auge. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir ging es richtig, richtig schlecht. Heute geht es mir zum Glück wieder besser. Ich habe eigentlich gestern wirklich fast nur im Bett gelegen und geschlafen. Und ihr könnt es vielleicht da hinten so ein bisschen sehen. Der Laptop ist an. Ich schneide gerade ein Video. Das Video, was ich gerade eben gedreht habe, das würde ich nämlich ganz gerne heute noch online stellen. Dementsprechend möchte ich jetzt nicht so viel schnacken, sondern das Video fertig machen, damit das gleich noch online kann. Und dann, ja, erzähle ich euch später, was ich heute noch so vorhabe. Ich bin in der Küche, wie ihr unschwer erkennen könnt, heißt Essenszeit. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich wollte das Video ja, zu Ende bringen. Und ich wollte noch mal kurz anmerken, ich habe gerade einen Kommentar gelesen unter meinem letzten Vlog, der hieß Abnehmen angesagt. Ich wollte jetzt in dem Vlog kein falsches Bild vermitteln oder ähnliches. Ich habe nicht vor, in besonders kurzer Zeit extrem viel abzunehmen. Und mir ist bewusst, dass eine Avocado oder auch Banane jetzt nicht unbedingt Lebensmittel sind, ja, die so die Top 1 Produkte sind, um abzunehmen. Aber wie gesagt, das wollte ich mit dem Video auch nicht ausdrücken. Ich fühle mich jetzt nicht übergewichtig oder sonst irgendwas und denke mir, ich muss was weiß ich wie viel abnehmen. Aber ja, ich habe schon so ein bisschen Speck zugelegt und möchte den ganz gerne wieder loswerden und auch, ja, so ein bisschen straffer einfach werden. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Verfechter von Low Carb oder Low Fat oder weiß ich auch nicht was. Ich möchte mich einfach halbwegs ausgewogen ernähren. Natürlich hat ein Apfel weniger Kalorien als eine Banane, aber mir persönlich schmeckt die Banane einfach besser. Dementsprechend werde ich auch meine Banane weiterhin essen. Ich persönlich habe, wenn ich abnehmen wollte, nie auf Brot oder Avocado oder sonst was verzichtet, sondern habe einfach versucht, ja, so ein bisschen weniger Pizza und Burger zu konsumieren und Pommes und vielleicht nicht zum Frühstück dann noch einen Joghurttrink zu trinken, der zu 50% aus Zucker besteht und jeden Abend eine Tüte Chips und eine Tafel Schokolade zu essen. So wie zum Thema. Und jetzt mache ich mir mein Frühstück. Ich weiß aber noch nicht so genau was. Ich werde mal den Kühlschrank durchstöbern. Ich habe Lust, glaube ich, auf Joghurt. Aber mal schauen. Mein Frühstück ist jetzt fertig. Ich habe mir einfach zwei Scheiben von diesem Walnussbrot geschnitten. Dann körniger Frischkäse und Marmelade. Ich hatte irgendwie Lust auf irgendwas Süßes. Und die Scheiben sind wirklich nicht allzu groß. Also, wie man sehen kann, die sind kleiner als meine Hand. Dementsprechend ist es nicht allzu viel. Ich muss mal schauen, ob ich davon satt werde. Aber erstmal, ja, werde ich das jetzt essen und dazu Wasser trinken. Heute mal keinen frisch gepressten Orangensaft. Ich habe zwar Orangen da, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, mir die zu pressen. Wir haben es jetzt, wenn die Uhr nicht so richtig sehen, weil die Softbox davor steht, 10:30. Ich hoffe, dass das Video bis 12 Uhr noch online gehen kann. Ich habe die letzten Tage ja immer um 12 Uhr ein Video hochgeladen und das wollte ich eigentlich auch so beibehalten. Der Laptop sagt, dass das Ganze eine Stunde braucht, um zu speichern. Heißt, es wäre um 11:30 fertig gespeichert und ich könnte es dann hochladen. Ich weiß nicht, ob unser Internet heute schnell genug ist, dass es das schafft, in der Zeit das hochzuladen und zu verarbeiten. Aber ich hoffe mal das Beste. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe euch ja im letzten Vlog, ich weiß es schon gar nicht mehr, oder im vorletzten erzählt oder gezeigt, dass ich auf der Suche nach einem neuen Kameragurt bin. Und er ist da. Ich habe ihn schon an meiner Kamera. Dementsprechend kann ich euch das gar nicht so richtig zeigen. Aber ja, so sieht der aus. Ich finde ihn super, super cool. Es ist auch der geworden, den ich euch, hier seht ihr vielleicht ein bisschen besser, den ich euch im Video gezeigt hatte. Und
Ja, der ist am nächsten Tag gleich gekommen. Ich habe mich richtig, richtig doll gefreut. Und ich finde, er sieht richtig cool aus. Und was hat er gekostet? Ich glaube, 13 Euro oder so. Richtig gut. Ich freue mich. Für mich heißt es wieder essen und ich hatte noch Wraps übrig. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mir die jetzt einfach nochmal. Und ich mache jetzt hier einfach drauf Gurken, Tomaten, Möhren, etwas Salat, Radieschen, Avocado natürlich. Und dann hatte ich jetzt auch noch etwas von dieser Falafelmasse übrig. Und ich packe die dann immer einfach in den Kühlschrank, backe die noch nicht aus, sondern mache das dann halt am nächsten Tag, wenn ich das Ganze essen möchte. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Die restliche Falafelmasse habe ich in der Pfanne ausgebraten. Normalerweise mache ich das immer im Ofen, aber ich wollte, dass es das jetzt ein bisschen schneller geht. Deswegen habe ich es in der Pfanne gemacht. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich bin mittlerweile wieder im Auto und ich bin jetzt bei meiner Mama angekommen. Beziehungsweise meine Mama ist gar nicht da, aber meine Geschwister sind da und mein Papa, glaube ich, auch. Und ja. Ich dachte, ich besuche die mal. Ich wollte gleich vermutlich noch zu Action fahren. Ich habe jetzt überlegt, dass ich erstmal zu Action gehe, bevor ich zu Ikea gehe, in der Hoffnung, dass ich da günstigere Aufbewahrungsboxen bekomme als bei Ikea. Und falls ich bei Action keine finden sollte, muss ich am Montag oder so doch nochmal zu Ikea fahren. Aber ich dachte, das lässt sich jetzt ganz gut verbinden, weil Action ja hier ganz in der Nähe ist. Und jetzt. Hier gibt es noch kleine Babykatzen. Das ist der kleine Garfield. Und das ist Twisty. Eigentlich sind das gar keine Babys mehr, aber die sind noch so klein. Nein. Nein. Wir sind jetzt an unserem Ziel angekommen und zwar bei Action. Und René versteckt sich. Ja, hallo. Ja. Willst du noch was sagen? Ich grüße den Dieter, den Hendrik und Karl. Karl. Okidoki, wir machen uns jetzt auf den Weg. Und René sucht gerade nach Pokémon. Nach Pokémons. Aber ich glaube, Pokémon hat keine Mehrzahl. Ich glaube, Pokémon heißt einfach. Die Mehrzahl von Pokémon ist Pokémon. Keine Ahnung. Und die Sonne geht gerade unter. Ich habe nur noch 5% Akku. Und wir gehen jetzt mal hier hoch. Hä, du hast doch vorhin erst aufgeladen. Ja, glaubst du, dass es über diese paar Sekunden so... Ich liebe das hier. Hier seht ihr einmal, wie das aussieht. Wie das aussieht! Guter Deutsch. Hier seht ihr einmal, wie das Ganze hier aussieht. Also da hinten das bisschen Wasser, was man sehen kann, das ist die Nordsee. Und hier geht die Sonne unter. Voll schön. Das war es auch schon. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ich wollte euch nur einmal den Sonnenuntergang und die wunderschöne, nicht vorhandene Nordsee zeigen. Stimmt's, René? Was ist? René absolviert hier sein tägliches Sportprogramm. Okay. Oh, da ist ein anderes. Und da kommt ein anderes Auto. Und denkt, wir sind bescheuert. Und deswegen packe ich jetzt die Kamera weg. Wir machen jetzt schnell einen Objektivwechsel. Doch, einfach. Seht ihr mal, was für einen krassen Unterschied das macht, mit welchem Objektiv ich filme. Jetzt bin ich richtig nah an der Kamera. Und ich muss meinen Arm immer festhalten. Jetzt laufen wir wieder zurück. Ich möchte nämlich ein schönes Foto vom Sonnenuntergang machen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich, René, weißt du das? Hm? Wie viel Uhr wir haben? Oh, ich habe mein Handy im Auto. Das Licht hier ist so schön. Hm? Ein Arm! Tut mir weh! Danke sehr! I just wanna hold you. I just
jetzt wieder zu Hause angekommen und da unten auf dem Boden in der Ecke könnt ihr sehen, was ich bei Action eingekauft habe. Aber ich glaube, ich werde euch das Ganze morgen zeigen bei Tageslicht, wenn ihr das alles ja richtig erkennen könnt. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen. Ich habe nämlich mega, mega, mega Hunger und dann chill ich mich vermutlich aufs Sofa und später muss ich meinen Freund noch abholen, der ist nämlich auf einer Kurfahrt. Mittlerweile ist es schon wieder einige Stunden später und ich werde mich jetzt auf den Weg machen und meinen Freund abholen. Ich hoffe allerdings, dass ich keinen Arbeitskollegen oder ähnliches mitnehmen muss. Ich trage nämlich neben meinem Chillerpulli auch noch eine Schlafhose. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, mich groß umzuziehen. Dementsprechend werde ich das jetzt anbehalten. Und hiermit werde ich den Vlog dann auch beenden. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir uns morgen wiedersehen. Tschüss!